Du kannst die Probleme nicht ignorieren. Du musst sie verarbeiten, sonst kommen sie immer wieder hoch. Guten Morgen. Unsere lieben Probleme. Jeder hat sie. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Problem um? Ein wichtiger Schritt, wenn man an einen problematischen Gedanken kommt, ist erstmal festzustellen, was ist das für ein Problem? Wir sind so häufig dabei, nachdem eine Problematik auftaucht, uns von diesem Problem vereinnahmen zu lassen, ohne substanziell darüber nachzudenken. Aber dieser erste Schritt ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Denn Differenzierung sorgt dafür, dass wir nicht jedes Problem gleich behandeln. Denn es gibt Probleme, denen sollten wir Raum geben und sollten auch bearbeiten. Und es gibt Probleme, die sollten wir ignorieren, weil sie keine Probleme sind. In diesem ersten Schritt passt wunderbar mein Video zu den Denkfallen hinein, was ich euch oben verlinkt habe. Denn eine Denkfalle ist kein wirkliches Problem, aber wird als solches wahrgenommen. Genau dasselbe gilt auch substanziell mit dem Leid der zweiten Ebene, was eben auch kein wirkliches Leid darstellt und damit eben auch kein Problem. Auch dazu habe ich auch ein Video gemacht, findet ihr auch oben in den Infokarten. Da möchte ich mich jetzt nicht wiederholen. Vielleicht schaut ihr euch die beiden Videos an als Inspiration, ja, dafür ein Gefühl zu bekommen, über was wir uns oft Gedanken machen und die Dinge, aber diese Gedanken eigentlich gar keine substanzielle Bedeutung für uns haben, sondern es einfach nur Kreisläufe sind. Denn ich kann euch sagen, wenn man einmal angefangen hat, seine Probleme, die man mit sich rumträgt, zu hinterfragen, also wirklich zu hinterfragen und nicht einfach die Probleme als solche zu akzeptieren und sich einredet, sowas muss verarbeitet werden, dann wird das ganze Leben plötzlich viel, viel einfacher. Und man hat viel mehr gedanklichen Spielraum. Aber könnte es sein, dass viele Menschen mit dieser neu gewonnenen Zeit, also wenn sie erkannt haben, dass sie keine oder nur wenige Probleme haben, gar nichts anzufangen wissen? Kann es sogar sein, dass viele diese Probleme, die man als Probleme wahrnimmt, dass viele diese Probleme brauchen, weil sie sich darüber identifizieren, dass sie in ihrer gewohnten, emotionalen, beklemmten Umgebung irgendwo ein Heim gefunden haben und sich abgrenzen dadurch, eine Schutzmauer aufgebaut haben? Die böse Welt da draußen und ich muss mich mit all diesen Problemen befassen und ich muss mich schützen. Aber was wäre denn, wenn es da gar nichts gibt, vor dem wir uns schützen müssen oder viel weniger? Was wäre das denn, wenn die Probleme, die wir wahrnehmen als Probleme, gar keine Probleme wären? Wenn wir das wirklich erkennen, wenn wir das wirklich fühlen, wäre es dann nicht an der Zeit, diese Unsicherheit, die entsteht, wenn plötzlich so viel gedanklicher Spielraum existiert, positiv zu empfangen und dieses Neuland einfach mal zu betreten? Eine neue Welt mit viel mehr Zeit für die realen Dinge, Zeit um die Natur aufzunehmen, Zeit sich mit Menschen offen und in Liebe zu vereinen, ein neues Bewusstsein zu schaffen, Raum aus der Welt voller künstlich generierten Probleme, die alle nur daraus entstehen, dass wir eine Welt kreiert haben, wo bedeutungslose und inhaltsleere Dinge wie Karriere, Geld oder Besitz uns zu Sklaven der Illusion machen. Was wäre, wenn wir, wie die Tiere, plötzlich zufrieden wären mit etwas Essen, einem Dach über dem Kopf und sozialer Wärme und Liebe? Wie sprunghaft würde unsere Lebensqualität ansteigen, wenn wir uns ja, diese eingeredeten Probleme entledigen würden? Fragt euch mal ehrlich über den Verlauf eures Lebens, ob ihr nicht einfach, wenn ihr Probleme gelöst habt, diese nicht einfach durch neue Probleme ersetzt habt und ihr immer wieder Probleme geschaffen habt, um diese Leere zu füllen, die euch im ersten Eindruck Angst macht. Wow, meine Arbeit verlieren, meine Wohnung, mein Haus nicht mehr finanzieren können, das Auto, mein Besitz, die Altersvorsorge. Habt ihr euch auch mal gefragt, warum ihr Urlaub braucht? Welches Tier braucht Urlaub vom Leben? Wenn ein Tier Ruhe braucht, legt es sich hin. Und wenn wir
als Menschen, die höchst entwickelte Spezies. Wenn wir Ruhe brauchen, dann sollen wir nicht das Recht haben, uns einfach mal hinzulegen? Wir sollen uns in einem System abstrampeln, was uns einredet, voller Probleme zu sein, nur um dann in einen wohlverdienten Urlaub zu gehen, der bezahlt werden muss mit Geld aus einer Tätigkeit, die selber Probleme verursacht, die wir dann womöglich noch ehrenamtlich in unserer täglichen Freizeit in Umweltschutzgruppen oder sozialen Einrichtungen bekämpfen? Das sind Kreisläufe, aus denen wir rauskommen müssen. Aber aus denen ist es wahnsinnig schwer rauszukommen. Wahnsinnig schwer. Auch aufgrund des sozialen Drucks. Aber ich kann euch versichern, es lohnt sich. Ich sage, kommt raus. Kommt da raus. Mit einem Lächeln. Kommt in eine problemlose Welt. Oder in einer Welt mit weniger Problemen. Wo ihr lediglich für Essen und Obdach arbeitet und eure Liebe mit anderen Lebewesen teilt, keinen Reichtum aufbaut, keine Vorsorge braucht und natürlich lebt und stirbt. Der Tod ist etwas ganz Wichtiges. Ich verlinke mein Video hier oben. Es ist so einfach und ihr müsst nichts dazu kaufen oder mehr erforschen, weiter und höher gehen. Ihr müsst einfach nur loslassen. Alles Liebe.